Vor kurzem habe ich euch bei Instagram gefragt, wer in Bitcoin investiert hat. Und rund 17% hatten Bitcoin mehr oder weniger. Und diejenigen von euch, die werden sich wohl richtig freuen, denn der Bitcoin-Kurs ging auch diese Woche wieder ab wie ein Zäpfchen. Jetzt mit der 50.000-Dollar-Marke vor Augen. In dieser Sendung geht es heute aber gar nicht so sehr um Bitcoin selbst, sondern vielmehr um Alternativen, um Unternehmen, die irgendwie was mit der Blockchain-Technologie zu tun haben. Und das kann auch sehr interessant sein. Es ist Musik drin in dem Thema. Wenn der Bitcoin zu so einer Rallye ansetzt, dann schauen natürlich viele Investoren auch, was man da sonst noch vielleicht kaufen könnte, sich ins Depot packen könnte. Und dann sind wir eben ganz schnell bei Blockchain, was ja die Technologie hinter dem Bitcoin ist. Es gibt jetzt nicht die Blockchain-Aktie. Wir haben natürlich erstmal die ganzen großen Tech-Konzerne. Erst ist eine Facebook, die sich das Thema anguckt. Microsoft ist da stark dabei. Dann ist es natürlich eine IBM. Es sind die großen Chip-Hersteller, AMD, Nvidia. Wir haben The Bank of America, die auch bei dem Thema dabei ist. Also das ist relativ weit verbreitet mittlerweile. Aber da sind es natürlich immer nur so Teile des Geschäftsmodells, die dann irgendwas mit Bitcoin, mit Blockchain, Entschuldigung, zu tun haben. Und dann haben wir natürlich gerade in den USA jede Menge Startups, die in irgendeiner Weise mit dem Thema sich beschäftigen. Das ist natürlich dann für Anleger deutlich riskanter. Das ist mit ordentlich Nervenkitzel behaftet. Teilweise sind das sogar Penny Stocks. Da muss man dann eben wirklich ein entsprechendes Risikoprofil mitbringen. Wir vertiefen das Thema gleich. Außerdem haben wir wieder zwei Top-Empfehlungen. Diese Woche Lufthansa und WTI Öl. Und es geht um den DAX und da gibt es Prognosen, dass der Leitindex auf 15.000 Punkte in diesem Jahr steigen könnte. Das alles bei Inside MarketsX. Ich bin Manuel Koch. Herzlich willkommen. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Ja, ich glaube, viele Anleger fragen sich, gehören Bitcoin und Unternehmen, die irgendwie was damit zu tun haben, zum Beispiel mit Blockchain, wirklich ins Depot oder sind die Risiken dann doch zu groß? Also ich persönlich halte den Bitcoin für hochspekulativ. Es ist ein Spekulationsobjekt. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, auch wenn man da natürlich wahnsinnige Gewinne mit einfahren kann. Aber wir wissen alle, der Kurs schwankt auch mächtig. Also wahnsinnige Verluste sind auch jederzeit drin. Bei den Aktien würde ich sagen, das finde ich schon sehr interessant. Man sollte sich aber da eben darüber im Klaren sein, wenn man in die großen Tech-Konzerne investiert hat, wenn man in Software- und Hardware-Konzerne investiert hat, dann ist man bei dem Thema irgendwie schon dabei. Man kann aber natürlich noch über eine Beimischung nachdenken, vielleicht das Blockchain-ETF oder einen der Fonds nehmen. Dann noch eine kleine Depotbeimischung machen. Das finde ich schon interessant. Kommt natürlich immer, wie immer, an der Börse auf die Risikoneigung an. Wir sprechen gleich über die Märkte. Prognosen für den DAX für dieses Jahr sind sehr optimistisch. Zuerst aber der Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Tradingwissen verbessern wollt, könnt ihr das gerne auch ganz bequem von zu Hause, aus dem Homeoffice oder aus dem Büro kostenlos bei den Webinaren der Trading House Börsenakademie. Der nächste Termin ist am 18. Februar. Börse für Einsteiger, das Webinar für jeden, der an der Börse agieren möchte, mit Ronny Bürger und Wolf Dreistein. Sie gehen zum Beispiel auf typische Fehler ein, die ihr vermeiden könnt. Meldet euch am besten sofort an und sichert euch einen der kostenlosen Plätze unter trading-haus.de. Der deutsche Aktienmarkt tendiert momentan ja weiter auf hohem Niveau, eher seitwärts. Der DAX schleicht sich so rund um die Marke von 14.000 Punkten. Aber Umfragen und Prognosen, die sehen den DAX deutlich höher. Ich bin verhalten optimistisch, dass es weiter aufwärts gehen wird nach einer kleinen Verschnaufpause. Wir haben ja auch vor einigen Tagen eine neue DAX-Prognose der DZ-Bank gesehen, dass die liegt bei 15.000 DAX-Punkten. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Es sind, glaube ich, so 6%, die wir da noch Luft nach oben hätten. Das ist ja schon mal ganz schön. Ich denke aber, dass wir einen Favoritenwechsel an den Märkten sehen werden. Es gibt ja einige Aktien, gerade Zykliker, die noch sehr unter der Krise leiden, wo die Kurse noch sehr am Boden liegen. Und vielleicht holen die dann jetzt endlich mal auf und andere laufen vielleicht nicht mehr ganz so stark wie in den letzten Monaten. Und wir schauen auf die Top-Empfehlungen. Zuerst auf die Lufthansa
Ja, und der Luftverkehr ist eine der wohl am stärksten betroffenen Branchen durch die Corona-Pandemie. Im Falle der Lufthansa dümpelt die Aktie knapp oberhalb von 10 Euro, seit Monaten grob seitwärts, wobei sich das Papier von den Tiefständen aus dem abgelaufenen Jahr schon längst wieder lösen konnte. Dies äußerte sich in einem monatelangen Kampf um die Marke von rund 7 Euro. Die Analysten sehen hier eine Longchance. Die von Staatshilfen gerettete Lufthansa dürfte unter technischen Gesichtspunkten erst oberhalb von 11 Euro durchstarten und in den Widerstandsbereich zwischen 12,46 Euro und 13,19 Euro zulegen. Dies allerdings nur unter der Bedingung einer signifikanten Verbesserung des Marktumfeldes, das sich derzeit noch nicht abzeichnet. Bis dahin bleibt jeglicher Handelsansatz als rein spekulativ zu bewerten. Die seit April 2020 laufende Rallye beim Rohöl WTI nähert sich einer mittelfristigen Widerstandszone und das könnte auch Gewinnmitnahmen nach sich ziehen. Auf der Long-Seite positionierte Anleger sollten jetzt vorsichtiger vorgehen und die bisherigen Gewinne enger absichern. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen hier eine Short-Chance. Bis zu einem Niveau von 60 plus x Dollar könnte WTI noch locker zulegen, von da an wird es jedoch zunehmend schwieriger werden, weitere Gewinne zu generieren. Sollte sich in diesem Bereich demnächst eine Trendwende abzeichnen, kann beispielsweise ein Short-Investment mit vorläufigen Zielen um 52,18 Dollar aufgebaut werden. Zeitgleich sollten in diesem Bereich bestehende Long-Positionen langsam reduziert werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.